Nico. Hi Jens. Du, in der letzten Folge haben wir uns ja mal angeschaut, inwiefern wir Prozesse wirklich digitalisieren können und sind auch auf gewisse Prozesse schon mal eingegangen, beziehungsweise in diesem Zusammenhang auf Modullösungen, wie zum Beispiel CRM, Projektmanagement-Software und Finanzsoftware. Jetzt haben wir in der letzten Folge ja schon angedeutet, dass wir uns heute mal einheitliche, zusammenhängende Prozesse im Unternehmen anschauen wollen und somit auch ein bisschen, und das Thema hatten wir schon, diese kollaborative Unternehmenskultur hiermit fördern. Und da geht es ja um Bereiche, Unternehmensbereiche wie Vertrieb, Buchhaltung, die Projektplanung, das Controlling und unter anderem Dokumentenmanagement. Sehr wichtig, Ganz wichtiges Thema. hatten wir auch in Folge 1 schon besprochen. Jens, diese einzelnen Lösungen bzw. Unternehmensbereiche mit ihren Prozessen, wie und wo können die ineinander greifen? Ja, auf alle Fälle denke ich ein Stück weit eleganter, wenn man diese einzelnen Module zusammen unter eine Motorhaube packt. Ich sage immer, pack's unter eine Motorhaube, sprich, wir beziehen uns auf eine Unternehmenslösung, die quasi in einer einheitlichen Form in eine, ja, zu haben. Und das bringt meiner Meinung nach ein Stück weit das Unternehmen auf eine ganz andere Ebene. Es fördert, wie du schon gesagt hast, da nochmal ein Stück weit mehr die absolute Zusammenarbeit, da die einzelnen Prozesse und die einzelnen Bereiche viel enger zusammenrutschen können und dann viel enger zusammenarbeiten können. Ja. Wenn ich mir mal da so überlege, was wäre denn beispielhaft dafür zu nennen? Bei uns steht ja jetzt demnächst bevor, oder wie jedes Jahr, alle Jahre wieder, muss man ja sagen, der Cloud-Unternehmertag, unser CUT. Ja. Und da muss ich ja sagen, trifft man ja immer wieder jede Menge interessante Menschen, interessante Gesprächspartner. Es ist wirklich ein Network-Feuerwerk, will ich mal sagen, was dort stattfindet. Und daraus kann natürlich das ein oder andere passieren. Und wenn man Gespräche führt, führt man die auf der einen Seite mit Partnern, auf der anderen Seite eventuell mit Potenzialen, mit Kunden vielleicht, die später zu Kunden werden, aber auch mit Partnern. Was ich immer bekomme oder bekommen habe, war ja das Thema im Vorfeld, früher habe ich eine Visitenkarte bekommen. Manchmal auch heute noch, ja. Aber was habe ich dann gemacht? Ich habe sie in die gute alte Visitenkartenbox reingepackt oder Mappe. Ich habe damals noch so eine Mappe gehabt, ich weiß es noch. Und dann ging aber das Theater los. Aus der Visitenkartenbox, aus der Mappe musste man ja irgendwo das wieder irgendwo dann zu Buche bringen, auf ein Blatt Papier bringen, in eine Lösung reinbringen. Nico, wie löst du das denn heute vielleicht? Gibt es da ganz andere elegante Möglichkeiten? Ja, also ich kenne das selber. Ich kenne auch noch dieses, ich sage jetzt mal, Visitenkartenbuch oder diese Visitenkartenbox. Wir haben tatsächlich das auch ähnlich auf einer Messe gelöst, haben da ja Leads für uns gewonnen und haben dann auf einem Zettel per Stift Name und Informationen hinterlegt und die Visitenkarte dann daran angeheftet. Jetzt mittlerweile bin ich komplett digital unterwegs. Ja. Und das finde ich ist auch wünschenswert. Ich nutze eine App, in dieser erfasse ich dann einen Kontakt und hinterlege dem Kontakt Informationen. Und zwar direkt in der App, aber eben auch so, dass ich sie auf anderen Geräten, wie zum Beispiel Computern, am Tag danach zum Beispiel abrufen kann. Und diese Informationen, und da muss ich ganz ehrlich sein, hinterlege ich am liebsten
per Diktierfunktion. Wow. Weil es einfach sehr, sehr schnell geht. Ja, du hast jetzt gerade angesprochen, unterschiedliche Endgeräte. Auf der Messe, auf einem Kontakt, auf einer Veranstaltung habe ich ja häufig bloß das Smartphone dabei, vielleicht noch mein Tablet. Hm. Wir haben das Thema ja auch in unserer letzten Folge gehabt. Wir arbeiten mit unterschiedlichsten Endgeräten und das sehen wir auch, wie nützlich, wie wertvoll das heute ist, wenn es übergreifende Funktionalitäten sind und Daten an einem Ort gespeichert sind. Ja? Ich denke auch gerade fortführend darüber nach, wie das früher war, wenn ich mir überlegt habe, ich war auf so einer Veranstaltung und im Office eine Kollegin oder ein Kollege sollte mir vielleicht unterstützend zur Hand gehen und für den Kontakt, für den eventuellen Potenzial schon mal was vorbereiten oder auch Informationen rausschicken. Jetzt musste ich da erst mühselig eine Mail oder dann per Telefon Daten durchgeben, ist natürlich alles störanfällig. Und da ist es natürlich wesentlich eleganter, wenn ich das heute direkt auf bei dem Kontakt auch direkt erfassen kann und es gleich in der richtigen Datenbasis drin habe und die dann zur Verfügung habe. Das ist natürlich was mir auch von der Zeit her, vom ganzen ablauftechnischen her, sehr fortschrittlich ist an der Stelle und natürlich auch in der Außendarstellung gegenüber den Kunden schon ein ganz anderes Bild macht. Absolut. Ja. Wollen wir uns doch mal in Gänze so einen ganzen Prozess anschauen. Ja? Wie kann denn das ablaufen, sowas? Ja? Du legst Daten zentral an, ja? Das bedeutet schon mal, wir haben keine Bruchstellen, sondern weil sie gleich in der richtigen Datenbasis, in der Datenbank sind. Der Kontakt wird erfasst und von dem aus kann ich direkt wegarbeiten, weil alles handelt sich ja in so einer Unternehmenslösung, über die wir ja sprechen, und einer Unternehmenssoftware vom Kontakt weg. Mhm. Und alle Aktivitäten, die ich jetzt habe, Notizen, Kommentare, Aufgaben, die eventuell damit verbunden sind, heften dann an dem Kontakt. Wieder Vorlagen zum Beispiel, ja, auch ein wichtiges Thema. Ganz wichtig. Ich kann auch Aufgaben delegieren. Hm. Ja, wenn die Kolleginnen und Kollegen aktiv werden sollen oder ich eine Zuarbeit dafür brauche. Ja. Wenn dann das Ganze, so weit fortdient, dass wir dann an der Stelle vielleicht für den Kunden oder für das Potenzial ein Angebot, eine Information, ja, mach mal ein Angebot draus, anlegen sollen, dann kann ich das vom Kontakt her wegmachen. Ich lege mein Angebot an. Und jetzt kommt der ganz interessante Teil. In so einer Unternehmenssoftware habe ich dann die Möglichkeit, wenn mein wünschenswert ja immer, ne, als ein Angebot einen Auftrag drauf zu machen, ja, das sind wir hoffentlich im Vertrieb, ist das ja immer das, das Beste, was passiert, ja, dann kann ich das Angebot direkt überführen in einen Auftrag. Das heißt, ich muss kein neues Dokument anlegen, ich muss es nicht kopieren, ich muss das nicht anders machen. Ich überführe das dann und passe die Inhalte maximal noch an, wenn sie Stückzahlen, Zeiten, Pauschalierungen oder sonst dergleichen ändert. Das heißt, ich brauche auch nicht in eine, ich sage jetzt mal, Zwischenlösung zur Digitalisierung einzutauchen, da das Angebot erstmal neu aufzusetzen, zum Beispiel in Word. Nein. Sondern kann das direkt aus dem System machen. Ja. Und jetzt geht der Prozess ja weiter. Die Leistung wird erbracht. Das heißt, ich erledige den Auftrag. Das macht ja dann irgendwie jemand in puncto entweder mit einer Auslieferung oder auch natürlich jemand, der draußen vielleicht bei einem Dienstleistungsunternehmen vor Ort die Leistung erbringt. Dann kann er dazu natürlich auch seine Zeiten direkt erfassen, ja, die Zeitaufschreibung dahinter setzen. Und am Ende des Tages wird dann quasi ein Lieferschein, sprichwörtlich, aber auch dann natürlich die Rechnung von einer ganz anderen Position im Unternehmen, zum Beispiel in der Verwaltungsorganisation. Da hat dann der Vertrieb respektive der Ausführende gar nichts mehr damit zu tun, sondern alle Informationen sind zusammengetragen und hängen hintereinander. Ja? Und dieser Prozess ist ablauftechnisch völlig nachvollziehbar. Das heißt also, rechtlich auch alles gewährleistet. Ja? Und daraus passiert die Rechnung, ich habe keine Doppelterfassung. Ganz entscheidend ist, es entstehen Dokumente und Belege. Was mache ich mit denen?
da macht es natürlich Sinn, wenn an der Stelle ein entsprechendes Dokumentenmanagementsystem dahinter ist. Ja, das heißt also, alle Belege werden in einem revisionssicheren Archiv, GeoDB-konform, abgelegt. Ja. Ich erfülle meine rechtlichen Anforderungen für jegliche Art von Dokumenten und damit bin ich schon einmal auf einer recht guten Seite. Schön und schick ist es natürlich dann, wenn diese entsprechenden Lösungen auch entsprechende Anbindungen an diese Office-Programme haben. Dass ich zum Beispiel E-Mail-Verkehr, der natürlich dann auch passiert. Ja, ich bin ja im Austausch mit dem Kunden. Ich kommuniziere ja mit dem. Er hat vielleicht noch Anpassungen, die er mir per Mail zukommen lässt. Ich kann dann die E-Mails zu einem Projekt, ja, oder auch zum Kunden, zu dem Auftrag einfach dazu packen. Was fehlt mir jetzt noch? Also letzten Endes stellst du eine Lösung vor oder eine wünschenswerte Prozessoptimierung, in denen ja auch jeder in dem Unternehmen wirklich alle wichtigen Informationen hat. Es zieht sich wie ein roter Faden durch das System. Ohne dass der rote Faden durchgeschnitten wird. Richtig. Und man Bruchstellen durch diese Schnittstellen hat. Richtig. Und jetzt kommt ja noch ein wichtiger Punkt dazu, den möchte ich noch unbedingt erwähnen. Den dürfen wir nicht vergessen und außer Acht lassen. Je nachdem, wo vielleicht die Buchhaltung erstellt wird, ob im Unternehmen oder dann aber auch ausgelagert beim Steuerberater. In der Zusammenarbeit mit dem Steuerberater habe ich dann bestenfalls noch die Möglichkeit, mit dem so zu kommunizieren, dass Daten, Dokumente, Ein- und Ausgangsrechnungen, ja, über eine Schnittstelle, ja, die integriert ist. Meine über 40.000 Steuerberater arbeiten mit DATEV-Lösung, natürlich dann an die DATEV mit übergeben werden könnten. Super. Ja, das heißt, es gibt da eine DATEV-Schnittstelle, die vielleicht das ein oder andere Programm mit in sich beinhaltet und ich dann meine Daten entsprechend direkt übertragen kann an den Steuerberater. Ja, Jens, dann lass uns doch mal ein Resümee ziehen. Denn wir haben jetzt die Prozesse so ganzheitlich dargestellt und haben gemerkt, okay, es gibt eine Lösung, eine Unternehmenssoftware, die Unternehmen unterstützt, diese Prozesse zusammenhängend, also wirklich auch in einem kollaborativen Ansatz darzustellen. Ja. Und da ergeben sich doch einfach ein paar Vorteile. Nicht nur, dass wir ein höheres Maß an Automatisierung der Prozesse haben, als wenn wir sie einzeln betrachten. Auch haben wir dadurch eine Steigerung der Produktivität. Absolut. Denn Automatisierung bedeutet Erleichterung. Nicht nur, dass wir die Produktivität steigen, nein, wir senken auch natürlich ein bisschen die Kosten und haben eine Zeitersparnis, so dass sich der ein oder andere in dem Unternehmen ganz anderen Themen als den administrativen widmen kann. Absolut. Und somit ja auch irgendwie eine, ich sage jetzt einfach mal, Fokussierung auf Kernaufgaben und damit einhergehend ein Umsatzwachstum. Ja, nicht zu vergessen auf alle Fälle die Transparenz in den Prozessen. Ja? Mhm. Gerade durch die Zusammenarbeit der Fachbereiche, ja, der einzelnen Bereiche in dem Unternehmen, die ja dadurch wesentlich einfacher möglich sind. Ja? Und ich habe ja gerade das Thema Transparenz angesprochen und da fällt mir halt immer wieder ein ganzheitlicher Blick aufs Unternehmen, der sogenannte, wie nennen wir es so schön, den 360-Grad-Blick auf ein Unternehmen. Ist doch genau die Lösung, die wir eigentlich bei einer Digitalisierung anstreben wollen jetzt. Absolut, ja. Stellt sich jetzt aber eigentlich zum Schluss hin doch noch die eine oder andere Frage. Mhm. Ich glaube, es sind im Kern zwei Themen, die uns da noch richtig bewegen dabei. Ja. Und welche sind das? Ja. Das Thema
nehmen wir eine Lösung oder reicht, ist für uns eine Lösung out of the box, sprich eine standardisierte Software, ausreichend und passend? Oder muss ich mir eine Individuallösung entwickeln lassen, programmieren lassen? Aber die viel dringlichere Frage, die ich davor zu klären habe, aber da werden wir gleich noch was dazu sagen, möchte ich die Lösung aus der Cloud, sprich aus der Steckdose, oder setze ich auf meine vorhandene IT-Infrastruktur in meinem Unternehmen, sprich eine On-Prem-Lösung aus? Finde ich sehr wichtig, dass wir diese Fragen aufbringen, dass du diese Fragen auch hier mit einbringst, denn jeder Unternehmer, jedes Unternehmen, das eine Entscheidung für eine solche Software trifft, muss sich genau diesen Fragen stellen. Und da wollen wir natürlich auch mal 2, 3 Inspirationen geben, einen Mehrwert liefern hier im Podcast, um die Entscheidung vielleicht mal ein bisschen zu erleichtern. Ja, auf alle Fälle. Und seid gespannt. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen was vorbereitet. Es gibt noch eine Folge dazu und die werde ich beim nächsten Mal hören. Wir werden uns den Fragen stellen. Bis dahin, ciao. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao.